Meine Freunde, schön, dass ihr da seid. Und ich habe heute ein Let's Eat mit Sachen aus dem Comics Art für euch. Mit der guten Wings. Ich wollte bloß noch als Erklärung vorschalten, dass dieses Video schon etwas älter ist. Ich hatte es einfach auf der Festplatte nicht mehr gefunden. Und jetzt habe ich es wieder gefunden. Und deswegen ist es noch vom alten Studio und mit Wings Kamera. Deswegen sieht es auch ein bisschen anders aus. Verzeiht mir dieses Bild. Verzeiht mir diesen Hintergrund. Aber verzeiht nicht diese zwei tollen Leute, die dieses Video gemacht haben. Viel Spaß mit dem Video. Ich wollte das bloß mal als Anmerkung vorne ranhauen. Sayonara! Viel Spaß beim Anschauen. Behinderte Lache. Fertig. Haben wir schon Aufnahme gedrückt? Ja! Willkommen! Konnichiwa! Meine Freunde! Und sie erschrickt schon wieder. Es ist so laut! Es ist so laut! Wer schlägt mich? Die gute Wings ist hier mit am Start und wir waren letztens im Ultra Comics und dort gibt es kleine Süßigkeiten zu kaufen, japanische Snacks und so weiter, und da habe ich mal ein paar mitgebracht und wir machen ein Let's Eat. Ja, wo sind sie? Was sind sie denn? Sind sie da? Ja, mit was fangen wir an? Wissen wir verstehen. Mädchen. Mädchen, und zwar, ja, Yam Yam. Leckere Yam Yam. Was, echt? Sind die nicht Yam Yam, meinst du? Ich habe irgendwie so einen Schleim im Hals. Ach, na, das ist ja natürlich super lecker. Ja. Oh, ach nee. Das ist ja getrennt. Das ist ja zum Dippen. Ja. Gut, dass du weit weg bist. Bin ich scharf. Hä, was machst du denn, Mann? Du musst schon die Linse treffen. Ne? Jetzt so rum. Also. Oh. Yes. So schaut der Spaß aus. Und ich habe auch noch die richtige Hautfarbe. So Shirtfarbe von ja. Hautfarbe. Und ja, ich würde sagen, wir probieren mal eins. Das, oder? Das ist dasselbe wie dieses Nutella-Ding. Scheißdreck. Nur, dass das chemischer ist. Das ist Huber Buba zum Dippen. Wow. Kennst du, nein! Kennst du diese aufgerollten Kaugummi-Dinger? Ja. So. Erdbeer. Ich hätte nicht so viel nehmen sollen. Nein! Ich wisch mal ab. Hä, das ist ja gar nicht so tief. Hä, wie ist gar nicht so tief? Also, achso, das geht nicht. Das geht, boah, voll der Fake. So tief. Das ist nicht. Na dann. Ich dachte, man darf die Schwerter nicht kreuzen. Ih, das ist ein Es schmeckt einfach, naja. Die Dinger gehen, aber dieses, ne. Das ist wie so ein Poki zum selber machen. Poki, was ist ein Poki? Und was sind die mit den Schokolade, die etwas dünneren? Es schmeckt aber auch so ein bisschen wie dieses Sandwich-Eis. Kennst du das? Mit Schoko, Vanille, Erdbeer? Ja, 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 stimmt. Also der Snack selber schmeckt ein bisschen danach. Hol den Staubsauger raus, wir haben ein Mochi. Heute gibt es wieder ganz viele Tote. Kann man essen. Das ist ein Mochi. Ist nur einmal witzig. Ich will nicht beißen, direkt ab. Ich will reißen. Du schaffst es nicht. Du wirst es nicht. Oh Gott, okay, das ist mein. Nein! Oh, das ist nicht, nein, ich will nicht. Komm jetzt, hau rein. Es ist vegan. Stimmt, wir haben gelesen, es ist sogar. Das ist wie Kaugummi, nur in glitschig. Die Dinger sind aus Reismehl. Ja, kann man essen. Kann gar nicht verstehen, dass da so viele dran sterben. Ja, man kaut aber lange dran. Aber ich glaube, wenn du so ein ganzes Ding reinstopfst, so zwei davon, wird schon echt gefährlich, dass du da echt dran sterben kannst, wenn es mal echt dumm läuft. Die Leute sterben an allem. Ja. Wir fallen auf von der Couch und brechen sich das Genick. Mieke Schokolade! Das geht nicht! Schokolade! Das schmeckt wie ein Kinderriegel. Ihr habt das nachgemacht, wir haben es als erstes davon. Das Kinderriegel. Das schmeckt irgendwie gar nichts mehr. Warum? Ich weiß nicht. Milchmäuse. Ein bisschen mehr nach Nougat. Ja. Wie diese billige Weihnachtsschokolade aus dem Adventskalender. Kennt ihr die? Diese 1 € Adventskalender? Ja, die sind geil. Fischstick! Blablabla. Oh. Ich wollte gerade fragen, wie ich rieche. Alter! Boah, voll Curry. Das riecht voll nach Curry. Ja. Also, das riecht nicht nach Fleisch. Nee, es riecht nicht nach Fleisch oder Fisch. Es riecht nach Curry und nach sehr, sehr salzig. Viel Spaß. Okay. Das ist Trockenfleisch oder so, ist doch wurscht. Wo ist denn das Fleisch? Ja, ich kann Fleisch. So ein Millimeter oder so. Ja, du musst dran sparen, Fleisch ist teuer. Ach, gut, Frage. Kommt's jetzt? Nein! Da ist einfach ein so ein Stück. Ich zeig's euch mal. Das ist da an Fleisch drin. Wo sind meine Arme? Fleisch! Buddy, Buddy! Buddy, Buddy! Na gut, Kollege, Giga Buddy! Zeig's euch mal. Einmal Arme bitte.
Aber der Giga-Puddy ist gar nicht Giga. Der ist Mini. Du kriegst Joko und die Vanille. Okay, es sieht einfach aus wie... Ah! Oh, nein! Der ist noch gut. 10 Sekunden Regel. Einmal boosten. Einmal boosten? Nein, einmal boosten und alles ist gut. Einmal boosten, habe ich gesagt. Boosten. Ah! Das ist richtig spannend. Sieht aus wie Eiskonfekt. Nee, das ist kein Pudding. Riecht aber richtig kacke. Ja, riecht nicht so gut. Nee. Meiner eher noch sogar. Auch hier ist eine Füllung drin. Aber es schmeckt immer noch dieses Hähnchen. Nee? Na, was schmeckt's denn? Alte, abgelaufene, bröseliges Karamell. Mhm. Fucking bröselig. Richtig bröselig. Ich weiß auch nicht. Einfach so ein bisschen Schokolade mit Füllung. Ich hätte jetzt gedacht, es ist Erdnuss, aber es ist keine Erdnuss. Ich kann es nicht mal deuten, was es ist. Es ist jetzt es alles in meinem Mund verwirrt und es ist immer noch dieses Hähnchen-Curry übertönt immer noch alles andere in meinem Mund. Deswegen ich bin da nicht so ganz... Aber das Mochi war nicht so schlecht. Aber jetzt nichts, was man sich kaufen würde. Ja, ich habe die früher schon mal so mal eine Packung gehabt und ich fand es total eklig. Ja, du kaufst halt drauf rum und denkst immer so, was soll ich jetzt mit der Kacke? Ja. Gibt doch gute Süßigkeiten, ne? Und ich würde sagen, du musst Doppelkinn machen. Also, ansonsten abonniert ihren Kanal, sie macht Pole Dance. Und ja, schön, dass du da warst. Immer wieder gern. Sayonara, ciao. Das Mikrofon ist schon voll hier abgehört.